In unserer leistungsorientierten Gesellschaft haben wir immer mehr Pflegebedürftige. Wir haben weniger Mitarbeiterinnen, weniger Familie, weniger finanzielle Mittel, um Pflege stemmen zu können, um Pflege auch professionell stemmen zu können. Es ist 5:12 Uhr, das macht die Aktion heute deutlich. Und wir wollen darauf auf unsere Situation aufmerksam machen. Unsere Mitarbeiter aus der Pflege sind, so wie ich es gerade auf dem Weg hierher schon sagte, die können leider heute nicht dran teilnehmen. Mitarbeiterinnen in der Pflege müssen mit der Finanzierung, die wir haben, eng getaktet sein. Wir haben Mitarbeiter im Frühdienst, wir haben Mitarbeiter im Spätdienst, wir haben Mitarbeiter im Nachtdienst. Mitarbeiter dürfen auch krank sein. Mitarbeiter müssen sich fortbilden, um auch der Pflege gerecht zu werden, die immer anspruchsvoller wird. Und wir müssen dann natürlich auch dafür sorgen, beziehungsweise wollen natürlich darauf aufmerksam machen, dass Mitarbeiter auch betreut werden, dass es einen Sozialdienst gibt und dass wir dafür auch Mitarbeiter haben, die uns auch unterstützen. Diese Mitarbeiter, die letztgenannten, die nehmen heute mit an der Besprechung teil. Das sind unsere Mitarbeiterinnen im Sozialdienst und unsere Mitarbeiterinnen in der Betreuung. Unsere Mitarbeiter haben sich sehr stark engagiert und haben viele, viele Fragen mitgebracht, haben viele Probleme benannt. 45% dieser Fragen sind Probleme, die sich mit der Stressbewältigung auseinandersetzen, sind Probleme, die sich mit der körperlichen Belastung in der Pflege auseinandersetzen und sind Sorgen, die sich mit dem Engagement und mit dem Wohlwollen auseinandersetzen. Der zweitmeist gewünschte Part betrifft die Ausbildung. 5% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, wir brauchen eine verbesserte Ausbildung. Eigentlich auch das, was gerade auch in der Politik wiedergespiegelt wird und wo wir auch viel am Diskutieren sind. Ganz provokativ, eine Sekunde bitte mal, hat eine Mitarbeiterin Folgendes formuliert, und das will ich mal so als Einstand geben und damit auch gleich verbunden meine erste Frage an Frau Wilhelm, Herrn Lauterbach und an Herrn Hanke. Die Gesundheit einer Gesellschaft erkennt man daran, wie man sich um alte, kranke, Behinderte und Kinder kümmert. In Deutschland viel zu wenig. Ausrufezeichen. Ich sehe einen Kopf nicken. Vor dem demografischen Prozess bei uns im Land, in der Stadt, vor dem, was ich vorhin gesagt habe, der leistungsorientierten Gesellschaft, vor dem, was uns in Zukunft erwartet, vor dem, was unsere Generation erwartet. Wie sehen Sie das? Wie würden Sie das einschätzen? Welche Pläne gibt es, damit besser umzugehen? Wichtig finde ich eben, dass also die Bezahlung da verbessert werden muss. Also halte ich das wirklich immer noch für nicht ausreichend. Und was noch dazu kommt, ich finde, dass also der Beruf auch noch mehr Anerkennung verdient. Also viele schweigen ja und sagen immer, ich will eigentlich im Grunde genommen mich also nicht also mit dem Beruf auseinandersetzen. Das sollen mal die alten Pfleger machen und die Krankenpfleger, dass sie also dann sozusagen ja in den Einrichtungen arbeiten. Aber es kommt zu wenig Informationen auch nach draußen. Also dass man also mehr weiß, was machen die Menschen eigentlich alle in ihrem Beruf. Herr Dr. Hanke, Frau Wilhelm, Herr Lauterbach hat gerade gesagt, Anerkennung. Für circa einer Woche, vor anderthalb Wochen, gab es einen Bericht von Herrn Weyrath im Fernsehen mit einem Bericht über die Marseille-Klinik in Kreuzberg, glaube ich, in der die Klinik nicht unbedingt weggekommen ist. In 4 Wochen wird man vielleicht den Namen vergessen haben, aber man wird wieder hören, in der Altenpflege geht es gar nicht richtig zu. Wie können wir dafür sorgen, dass wir ein gerechteres Bild, ein besseres Bild für die Altenpflege bekommen? Schwarze Schafe wird es immer geben, aber Sie haben vorhin selber gesagt, es ist ein dolles Haus, sieht sehr gut aus, auch im Betrieb. Wie können wir dafür sorgen, nicht jetzt ganz speziell für dieses Haus, sondern generell ein besseres Bild, ein besseres Image für die Altenhilfe zu bekommen? Also ich will trotzdem nochmal auf die Mitarbeiterin eingehen, die da etwas geschrieben hat, was ich unterschreibe. Man erkennt die Humanität einer Gesellschaft daran, wie sie mit Menschen in Not, Menschen, die schwach sind oder die krank sind, umgeht. Das teile ich. Ich teile nicht ganz die Schlussfolgerung, dass zu wenig gemacht wird.
Denn ich sehe, was wir alleine als Bezirk ausgeben, zum Beispiel im Bereich Hilfe zur Pflege, ein steigender Etatposten, das sind Millionenbeträge. Und ich sehe eben auch, was wir für Kinder und Jugendliche machen und was wir dort auch bei Hilfen zur Erziehung ausgeben. Das sind auch Millionenbeträge, die auch gestiegen sind, weil wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren das Thema Kinderschutz und hingucken, was mit unseren Kindern passiert, eben auch in Familien passiert, so nach vorne gesetzt haben. Aber, wo ich der Mitarbeiterin recht geben würde, ist, dass wir noch große Aufgaben vor uns haben. Weil wir eine Menge Familien haben, die überfordert sind in der Pflege, was etwas damit zu tun hat, auf der einen Seite, was schön ist, dass wir alle älter werden, aber da kommen Krankheitsbilder auch über Jahre, die, glaube ich, pflegende Angehörige sehr schnell überfordern können. Die geben das aber nicht zu, weil das ist ja unehrenhaft, wenn man seine Mutter oder seinen Vater nicht mehr pflegt. Da müssen wir, glaube ich, etwas in der Öffentlichkeitsarbeit machen und sagen, in einer Einrichtung wie die, die wir heute hier besucht haben, haben eben die älteren Menschen ganz andere Möglichkeiten. Wir haben gesehen, Musik, Gymnastik machen, Gesellschaft haben, gemeinsame Ausflüge machen. Aber das bedeutet eben auch, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, dass wir Transparenz brauchen. Wir brauchen offene Häuser. Ich finde, man erkennt Pflegeheime schon mal daran, ob sie Tage der offenen Tür machen oder nicht. Das ist für mich schon ein Qualitätsmerkmal. Wir brauchen Qualitätsstandard und wir brauchen auch Kontrolle. Die Heimaufsicht in Berlin ist viel zu gering ausgestattet, um diese Kontrolle im Sinne der Kundinnen und Kunden durchzuführen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass es keine falsche Solidarität gibt bei den Betreibern. Sie haben Wallraff angesprochen. Wallraff hat eben auch gezeigt, das, was wir schon lange vermuten, dass es eben richtig schwarze Schafe bei der ambulanten und bei der stationären Versorgung gibt. Und da darf man sich nicht falsch solidarisieren, sondern man muss auch in den Berufsverbänden sagen, die nicht. Und da guckt man genauer hin. Am Ende wird es eine Frage sein der Ausstattung und des Geldes, dass der Staat, weil es werden nicht alles die Bürgerinnen und Bürger alleine aus ihrem Privatportemonnaie stemmen können, wie viel Geld er dort investiert. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und deshalb bin ich dankbar für diese Aktion 5 vor 12, was deutschlandmäßig und von Europa will ich gar nicht sprechen, noch nicht gelöst ist. Weil wir müssen auf der einen Seite Geld erwirtschaften durch Arbeit, durch Steuern. Und auf der anderen Seite wird jetzt, ich sag mal, unsere Generation, die Babyboomer, ja nochmal eine ganz neue Anzahl von Menschen in 20, 30 Jahren in solche stationären Einrichtungen bringen, wie sie die haben. Und das ist am Ende eine Frage der Umverteilung und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also starke Schultern müssen einfach mehr tragen, auch bei der Steuerlast, als schwache Schultern. Was muss getan werden beim Thema Pflege? Wir haben Bezirksbürgermeister Christian Hanke gefragt, also bleiben Sie bei uns.